Big to Krieg ist ein neuer Mehrspartenwettbewerb im Ötztal mit insgesamt 8 Sportarten und 6 verschiedenen Teams. Und dabei wollen wir einfach zeigen, was im Ötztal alles möglich ist. Wie das Motto eben lautet, von Winter in den Sommer. Es ist der ideale Zeitpunkt zu zeigen, okay, wir haben noch Winter, wir können am Gletscher nur lässig Skifahren. Und auf der anderen Seite zeigen wir einfach, jetzt beginnt der Sommer. Und im Sommer kann man in Ötztal eben all die Sportarten, die wir hier zeigen, bestens ausüben. Wir beginnen am Rettenbachgletscher mit dem Skibergsteigen auf die Schwarze Schneide. Dann von der Plattform fahren die Abfahrer hinunter bis zur Mautstelle. Von der Mautstelle die Mountainbiker bis nach Dorf bei Lengenfeld. Dann die Bergläufer übers Wiesle, Stübenfall hinunter zur Engelswand bei Dumpen. Die Kletterer natürlich in der Engelswand. Dann die Rennradfahrer von Engelswand, Ötz, Heiming, Heiminger Satterle, Uxengarten, zurück nach Ötz bzw. Habichen. Von Habichen die Kajaker durch die wilden Wasser bei der Wellerbrücke bis zum Einstieg in Ötz. Und dann das gesamte Team von Ötz bis in die Area 47, wo im Teich dann das Ziel ist. Big to Krieg ist ein Multisportbewerb, an dem viele Spitzensportler in ihren jeweiligen Sportarten teilnehmen. Also es beginnt beim Skibergsteigen mit unserem Alexander Fasser oder Ivo Zuliani. Denn beim Skifahren ist der Dominik Baris, der Fritz Topfer und der Flo Scheiber als Fixstarter dabei. Beim Mountainbike der Bart Brentjens aus Holland, erster Olympiasieger Mountainbike, dann der Daniel Federspiel, die Kletterer, ja, Hans-Jörg Auer als absoluter Star und ja, neuer Freund von David Lama und Lukas Ennemoser aus Ötztal. Und dann heißt es ja für alle Raften von Ötz bis zur Area 47.